Also ich kann dazu in der Tat aus eigenem Erleben etwas erzählen. Ich habe ja die Verhandlungen geführt. Sie waren als EU-Kommissar für die Osterweiterung zuständig. Ja. Ja, ich war auch für die Nachbarschaftspolitik zuständig und auch für die Ukraine. Ich habe ja die Verhandlungen geführt wegen des Beitritts der baltischen Staaten, die ja auch frühere Sowjetrepubliken sind. Und die Russen hatten seit Mitte der 90er Jahre schon, als ich in Bonn noch in der Opposition war, habe ich zum ersten Mal mit den Russen darüber geredet, große Sorgen wegen der Diskriminierung der russischen Minderheit, die in Lettland fast eine Mehrheit ist, nebenbei fast 40%, wegen der Diskriminierung in Estland und in Lettland. Und ich habe ein Gespräch mit Putin gesucht, es kam auch zustande, in Deutsch. Und es war ein sehr angenehmes Gespräch über lange, lange Strecken, bis das Thema auf Lettland kam. Und das werde ich nie vergessen. Die Körpersprache von Putin veränderte sich völlig. Seine Augen veränderten sich, ein ganz kalter Blick und auch seine Stimme veränderte sich. Und er war richtig leidenschaftlich an dieser Stelle, von hohen Emotionen geprägt. Und war vollkommen klar, dass diese Frage der Rechte der russischen, der ethnischen Russen in den früheren Sowjetrepubliken für ihn eine hochemotionale persönliche Frage ist. Darum war mir klar, in dem Augenblick, als dieses unglückselige Parlament in Kiew, diese unglückselige neue Regierung, als erstes beschlossen haben, in der Ukraine die russische Sprache zu diskriminieren, dass das das Schlimmste war, was sie machen konnten, weil es diese ganz tief emotionale Seite in Putin angesprochen hat. Also um Ihre Frage, Herr Bremer, konkret zu beantworten, meine eigene Erfahrung mit Putin und mit den Russen sagt mir, hier geht es ganz genuin um eine Sorge, die aus dem russischen Nationalgefühl, dem Zusammengehörigkeitsgefühl entspringt. Aber das Beispiel, das ich erwähnt habe, der Beitritt der baltischen Republiken zur Europäischen Union mit Zustimmung Russlands. Er hatte ja am Ende keine Probleme mehr, weil ich habe Putin damals versprochen, wir lösen dieses Problem. Mhm. Ja, und wir haben es gelöst. Die Russen waren zufrieden und wir haben nie irgendwelche Schwierigkeiten deswegen gehabt. Deshalb neige ich dazu zu glauben, dass auch in diesem Falle, den wir jetzt haben, der schwieriger ist, das gebe ich zu, wesentlich größeres Land, wesentlich wichtiger, aber dass auch in diesem Falle es richtig ist, das Gespräch zu suchen, zu versuchen auszuloten, was für Bedürfnisse und Interessen hat die andere Seite und wie können wir vielleicht unsere Interessen aufeinander abstimmen. Herr Pöttering.